Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Die nächsten Male möchten wir den Orient vom Westen her sehen und sehen, wie die andere Kultur, andere Kulturen generell, nicht wahrgenommen wurden, auch nicht gesehen werden wollten, weil man mit sich selbst genug beschäftigt war. Ein gutes Beispiel hierfür bildet Corneilles Le Cid, das im Zeitalter des Hochbarock geschrieben worden ist. Pierre Corneille, geboren am 6. Juni 1606 in Rouen, gestorben am 1. Oktober 1684 in Paris, ein barocker Dramatiker, der neben Racine und dem Komödienschreiber Molière einer der wichtigsten Figuren auf der schriftstellerischen Bühne Frankreichs ist. Er gehört zur sogenannten französischen Klassik, also zu der Zeit, die man Klassizismus in Frankreich nennt, was die Hochzeit des Barock benennen will. Sein Vater war ein wohlhabender königlicher Jagd- und Fischereiaufseher. Er hat das Jesuitenkolleg besucht. Die Jesuiten damals, die eine der modernsten Erziehungsmethoden hatten, hat ein Jura studiert und wurde mit 18 Anwalt im sogenannten Praktikantenstatus am höchsten Gericht der Normandie in Rouen. Ab 1628 hat er dann zwei kleinere Richterämter gehabt, wollte aber eben schon früh schriftstellerisch arbeiten und hat das auch getan, hat Gedichte geschrieben, auch auf Lateinisch. Und eine schicksalhafte Begegnung im Jahr 1629 gehabt. Er hat den Schauspieler Mondory kennengelernt und der führte eine Komödie von Corneille in Paris auf, mit großem Erfolg, etablierte danach das Théâtre du Marais. Und von dem Moment an war Corneille ein Autor, der einen Namen hatte in der Pariser Welt. Er hat für das Théâtre du Marais zahlreiche Stücke geschrieben, die auch auf konventionelle Art und Weise doch die zeitgenössische Gesellschaft spiegeln. Er hat weiterhin in Rouen gelebt, aber Paris häufig besucht und sich auch in den literarischen Salons der Zeit bewegt, zum Beispiel in dem der berühmten Marquise de Rambouillet. Richelieu, der Kardinal, der wichtigste Staatsmann unter Ludwig dem 13., hat ihn und andere Autoren in den Dienst der politischen Propaganda seiner Zeit gestellt, in eine Propaganda, in der es darum ging, die absolute Monarchie zu stärken. Und nun, genau in dieser Zeit, ab 1635, brachen Kriege aus zwischen Frankreich und Spanien und dann auch den Niederlanden. In dieser Zeit war Frankreich sozusagen eingekesselt vom habsburgischen Spanien und den habsburgischen Niederlanden. Und da gab es große Kriege um Grenzen und so weiter und so fort, auch um protestantische Länder und das erzkatholische Frankreich. Und in dieser Zeit wandte sich Corneille nun dem spanischen Kolorit zu und schrieb das Drama Le Cid 1636. Die Spanier hatten Städte erobert, Corbie im Sommer, hatten es wieder verloren. Und genau in dieser Zeit hat er dieses Stück geschrieben, dessen Hauptheld der spanische Heros, der spanische Krieger Le Cid war, der ja auf Seiten der christlichen Herrscher, aber auch auf Seiten der muslimischen Araber gekämpft hat. Er hat das Stück der Nichte Richelieus gewidmet, was ihm einfach auch ein Wohlwollen garantierte von Seiten des Kanzlers. Und das Stück erlebte Ende des Jahres 1636 einen absoluten Durchbruch auf der Bühne.
Es, damit begann sein spektakulärer Erfolg unter Ludwig dem 13. Richelieu bzw. Ludwig der 13. erhob den Vater Corneilles dann auch noch in den Adelstand, was sich auswirkte für Corneille, denn nun war Corneille adlig geboren, was auch mit vielen Privilegien verbunden war in jener Zeit. Sehr bald meldeten sich schon Kritiker, man warf ihm vor, er hätte die drei klassischen aristotelischen Einheiten von Raum, Zeit und Handlung nicht korrekt beachtet. Eine Deutung der aristotelischen Dramentheorie, die im Barock so formuliert und aufgekommen war, aber eigentlich nicht dem antiken Aristoteles entspricht. Und Corneille musste sich gegen diese Kritik wehren und schrieb Anfang 1637 eine Schrift, Excuse Ariste, was eine Kontroverse auslöste über den Cid, La Querelle du Cid. Richelieu musste eingreifen, das Ende, man versöhnte sich, die Gegner, und Le Cid wurde das meistgespielteste Stück von Corneille in Frankreich. Corneille heiratete noch, 1641, bekam 4 Söhne, 2 Töchter, sein Vater starb. Er versuchte sich unter dem Nachfolger Richelieus, Mazarin, auch noch zu halten und dessen Gunst zu erwerben, wurde 1647 in die Académie Française aufgenommen. Und danach kam es zu Wirren in Frankreich, zu der berühmten Fronde, und es wurde schwieriger für ihn. Er zog sich in die innere Emigration zurück, machte Bekanntschaft mit Molière, hatte noch eine Liebschaft mit dessen Schauspielerin Marquise du Parc, reiste immer häufiger nach Paris und geriet in den Kreis um Nicolas Fouquet, den Finanzminister Ludwigs des 14., der aber gestürzt wurde 1661 von Ludwig dem 14., der sich sehr über dessen Machtgehabe geärgert hatte. Corneille überstand diesen Sturz seines Mäzens, übersiedelte nach Paris, aber er ging in der Gunst des Publikums ein wenig unter. Racine und Molière stiegen auf. Er konnte seinen hohen Status noch halten. Auch Ludwig der 14. war ihm gewogen, aber seine Glanzzeit war vorüber, als er gestorben ist. Nun kommen wir auf dieses Stück, Le Cid, zu sprechen, das er eben 1636 geschrieben hat. Das ist der Beginn der französischen Klassik, geschrieben in paarweise gereimten Alexandrinern, ein Stück in 5 Akten. Und die Hauptfigur ist der berühmte Le Cid, der Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, der Held Spaniens im 11. Jahrhundert. Wir haben ihn schon kennengelernt, als wir uns dem Heldenlied von El Cid gewidmet haben. Und Corneille übernahm nun auch Grundzüge von Handlungssträngen, die schon in anderen Stücken vorlagen. Es gab zum Beispiel ein Stück von Guillaume de Castro, auch die Jugendtaten des Cid von 1618. Und Corneille kannte auch den Cantar de Mio Cid, ließ sich von ihm inspirieren und schrieb nun ein Stück, wo die Mauren und der Kampf gegen die Mauren und damit sozusagen gegen den Orient eine Rolle spielte, aber eigentlich dann doch nicht. Denn in diesem Stück ging es nicht um einen Konflikt zwischen Christen und Muslimen, auch nicht um einen Konflikt zwischen Orient und Okzident oder um unterschiedliche kulturelle Daseinsmöglichkeiten, sondern beschrieben wird der Konflikt zwischen Liebe
und Pflicht. Es handelt von der Liebe Rodrigos mit Chimène. Chimène, eine Adlige, die Rodrigo liebt, muss erfahren, dass ihr Geliebter ihren Sohn getötet hatte. Und zwar war davor in einem Duell. Davor war eine Ehrgeschichte passiert. Der Vater Chimens hatte den Vater Rodrigos beleidigt. Der Vater Rodrigos forderte von seinem Sohn, dass er den Vater Chimenes zum Duell forderte. Und das musste Rodrigo tun. Und in diesem Duell verletzte er den Vater Chimenes tödlich. Daraufhin sagte sich Chimène von ihm los und wollte ihn sozusagen der Strafe des Königs übergeben. Nun wollte aber der König Rodrigo nicht bestrafen, da Rodrigo el Cid eben als Heerführer große Verdienste hatte bei der Verteidigung Sevillas. Und der König glaubte auch, dass Chimène in Rodrigo verliebt war, was ja auch stimmte. Und nach vielen Verwirrungen und hin und her kam es schließlich zu einem Happy End. Die Liebenden konnten sich versöhnen und heiraten. Und ganz zum Schluss muss der König Rodrigo noch auffordern, weiterhin in den Kampf gegen die Mauren zu ziehen. Aber das ist eigentlich schon alles, was man von dieser Begegnung des christlichen Abendlandes mit den Mauren in diesem Stück erfährt. Dieser Konflikt spielt in dem Stück keine Rolle, allein der Zwiespalt zwischen Ehre und Liebe, das ist das Thema. Es wird auch mit keinem Wort erwähnt, dass Rodrigo auf Seiten der Muslime lange Zeit gekämpft hat. Nur in einer ganz kleinen Anspielung, aber das wird auch nicht thematisiert. Das Problem bei diesem Stück war, dass es gab einen Skandal, weil der Kanzler, französische Kanzler Richelieu, Duelle verboten hatte. Und nun spielten Duelle eben in diesem Stück eine große Rolle. Das war eine gewisse Schwierigkeit, aber trotzdem verteidigte ja auch Richelieu seinen Dichter Corneille. Vor allem, weil in diesem Stück die Pflicht Rodrigos gegenüber seinem König so deutlich zu spüren ist. Und auch die Kindespflicht gegenüber dem Vater, die über sozusagen die Liebe gestellt wird. Und das entsprach genau der Ideologie des barocken Zeitalters, der absoluten Monarchie. Die Mauren, die Afrikaner, die Muslime, das ist nur eine Hintergrundmusik, ein gewisser Orientalismus, der das Stück interessant macht, ihm einen gewissen Kolorit gibt. Aber es ist kein Thema, spielt keine Rolle. Und von Religion ist überhaupt nicht die Rede. In mehreren kleinen Anspielungen wird auf den Sieg El Cids über die Mauren eingegangen, aber auch das ist sehr knapp gehalten. Ganz zum Schluss, im fünften Akt, nachdem Chimène und Rodrigo sich verliebt haben und wieder heiraten können und alles ist gut, sagt Don Fernando, der König, zu ihm, dass er nun einmal noch in den Krieg ziehen müsse gegen die Mauren. Und das möchte ich Ihnen zuerst auf Französisch vorlesen und dann, damit Sie einen Eindruck von der Sprache Corneilles bekommen, und dann auf Deutsch übersetzen. Rodrigue, cependant il faut prendre les armes, après avoir vaincu les morts sur nos bords, renversé leur dessein, repousser leurs efforts, va jusqu'en leur pays, leur reporter la guerre, commander mon armée et ravager leurs terres. À ce nom seul de site, ils trembleront d'effroi, ils t'ont nommé seigneur,
et te voudront pour roi. Also, er sagt, Rodrigo, du musst nochmal zu den Waffen greifen, nachdem du die Mauren an unseren Grenzen besiegt hast, nachdem musst du ihr Schicksal verändern, du musst ihre Anstrengungen, ihre ja, Bemühungen, und also sozusagen uns zu erobern, zurückstoßen, was du schon getan hast. Du musst in ihre Lande gehen, um den Krieg dorthin zu tragen. Du musst meine Armee befehligen und ihr Land verwüsten. Sie haben dich unter dem Namen Cid kennengelernt und haben gezittert vor Schrecken vor diesem Namen. Cid heißt ja Herr auf Arabisch. Und das sagt er in der letzten Zeile, ils t'ont nommé Seigneur, sie haben dich Herr genannt und sie sollen dich als König begrüßen. Sie werden dich als König haben. Also, im Zeitalter des Hochbarock schreibt ein französischer Autor ein Stück über einen großen Helden, der die Mauren besiegt hat, der im Kampf zwischen Orient und Okzident das christliche Abendland verteidigt hat im muslimischen Süden. Aber das Thema Orient und Okzident spielt keine Rolle. Nur die Befindlichkeiten der europäischen Gesellschaft, ihre Themen stehen im Mittelpunkt. Die Auseinandersetzung mit dem Fremden ist nicht da, kein Verständnis auch dafür, das ist überhaupt nicht interessant. Das Fremde, das Orientalische, ist nur ein Kolorit, was eben einen gewissen Exotismus hineinbringt und das ganze Liebe- und Pflichtthema aufhübscht. So wie dann eben auch in der Mode gewisse Orientalismen aufkamen, die man, mit denen man sich schmückte. Also Pierre Corneille, Le Cid, ein Schauspiel aus dem hohen Barock in Frankreich.